Die Deluxe Edition, Eloy de Young, Kopf aus, Herz an. Sie ist jetzt seit 5. Oktober auf dem Markt. Und ja, jetzt sind wir hier heute in Reutlingen, meiner Heimatstadt. Grüße dich. Genau, grüße dich. Super hier zu sein. Ja. Ich habe schon ein bisschen auf dem Weg hierhin ein bisschen rundgeguckt und die Sonne ist da. Also das, ist Schöne Herbsttage nochmal, gell? Genießt du es nochmal, die Spätsonne? Ich habe wenig Zeit, um den Wetter zu genießen, aber ich genieße den Erfolg von Kopf aus Herz an. Also ich bin ständig unterwegs. Ich war gerade 5 Tage in Österreich und die ganze Autogrammstunden-Tour jetzt hier durch Deutschland. Aber Österreich, schön. Wir waren auch gerade in Südtirol noch unterwegs. Ich liebe Tirol. Ja, so schön da wirklich. Südtirol, Italien. Ja, okay. Ja, genau, richtig. Ja, also du bist wie gesagt hier mit dieser Box, mit dem ganz neuen Produkt. Sechs neue Titel sind nochmal dazugekommen, gell? Genau. Ja, wir haben die Box und wir haben den Deluxe-Album. 6 neue Titel dazu. Zum Beispiel eine akustische Version von An deiner Seite, dem Titel von meiner Tochter. Und ein schönes Weihnachtslied. Und das ist auch nicht auf dem anderen Album dabei. Weihnachtszeit. Und ja, das ist cool. In knapp 8 Wochen haben wir ja schon Weihnachten. Es ist unglaublich. Ich glaube, es ist fast 30 Grad heute hier und dann reden wir über Weihnachten. Aber ich nehme nächste Woche meine erste Weihnachtsshow auch auf. Also, naja. Zu sehen, wo dann? Wir haben so viele Termine, ich weiß nicht genau wo. Und was ich meine, die Weihnachtsshow, wo wird die ausgestrahlt? Wird die zu sehen sein? Gibt es da? Ich glaube bei MDR, glaube ich. Okay. Ja. Aber wie gesagt, wir haben zum Glück in ein paar Monaten so viel Leute mit meiner Musik erreicht, dass ich auch zum Glück viele TV-Sendungen bekomme. Mhm. Weil ohne euch geht es natürlich auch nicht. Also, ja, ich bin super happy. Ich muss natürlich jetzt erstmal auch dir herzlichen Glückwunsch sagen. Ich meine, du hast es ja, kennen uns ja wirklich so seit 20 Jahren, Chord in the Act. Dann war natürlich Schluss. Du hast dann englischerweise im englischen Genre wieder Fuß gefasst. Mhm. Und ja, dann war meiner Meinung nach ein bisschen Pause, wenn ich das richtig beobachtet habe. Und jetzt erst so die letzten 1-2 Jahre als Eloy de Young im Deutsch wieder durchgestartet und sehr, sehr erfolgreich. Glückwunsch dafür. Dankeschön. Ja, ein bisschen Pause ist leicht ausgedrückt, weil ich habe natürlich in die nach meiner kurzen Zeit einen englischen Titel aufgenommen, aber danach war es Schluss, weil ich brauchte die Zeit, um ja, eigentlich mich selber zu finden, Familie zu gründen. Und seit ein Jahr, ja, seit Promi Big Brother, was ich letztes Jahr gemacht habe, habe ich angefangen Deutsch zu singen. Und naja, es ist super unfassbar, was da alles passiert. Das ist, und die Fans, muss man sagen, wie man es auch heute sieht, es sind jetzt zwar nicht ganz so viele da wahrscheinlich wie jetzt nachher in Ulm, aber es liegt einfach an der Zeit. Aber sie stehen wirklich hinter dir und sie sind wirklich alle textsicher, kann man sagen. Die sind wirklich alle fest dabei. Für mich ist jeden Fan wichtig und wir waren die ganze Woche schon unterwegs und viele Einkaufscenter, mehr als 1000 Leute, unglaublich. Und wenn da hier ein bisschen weniger sind, wenn ich happy Gesichter sehe, lachende Gesichter, dann zahlt jeden Fan für mich. Also. Auf alle Fälle, genau. Wie wird es ja noch jetzt vollends weitergehen? Hat es noch viele Auftritte? Wo kann man was nachlesen? Ja, 2019 auftrittmäßig wird riesig. Ganz viele Solo-Auftritte, aber natürlich auch zum ersten Mal die Solo-Tour in Herbst 2019. Ich glaube jetzt schon 20 Städte, dass ich unterwegs bin. Und ja, es ist ein Traum, was da alles passiert. Auf meinen Alter noch. Und, nein, aber ohne Spaß. Ich war natürlich in den 90er mit Chord in the Act erfolgreich. Und dann jetzt auch solomäßig zoveel zu schaffen, das ist ein Traum. Ich bin total dankbar. Und man muss natürlich feststellen, die Fans, die jetzt da sind, die waren ja auch früher schon da. Damals waren es die kreischenden Fans, jetzt sind es vielleicht schon die jüngeren Mütter, die auch schon wieder Kinder mit dabei haben, gell? Zum Glück sind viele Chord in the Act Fans mitgewachsen und wie gesagt bin ich dankbar für, aber man sieht jetzt, dass man natürlich so viele neue Leute erreicht hat. Und ja, man ist nicht Nummer 1 in die Albumcharts mit nur natürlich Fans von früher, sonst hätte das mit Chord in the Act natürlich auch super gut funktioniert, aber wie gesagt, ich bin total happy und alle sind willkom, Mann, Frau, Jung, Alt. Und das Gute ist, das ist jetzt ein bisschen ein Familienthema manchmal, maar was du auch sagst, die Fans von früher sind vielleicht Mutter geworden, geheiratet, Kinder dabei und ich sehe jetzt bei der Autogrammstunde auch die Omas da, die Enkelkinder sind da und dann die Mutter ist da. Also besser kann man das nicht haben. So ist es, genau. Wir werden jetzt dann gleich runtergehen, heizen ein bisschen noch ein und dann kommst du
Wie wird es ablaufen? 2, 3 Lieder, 4 Lieder, wie viel hast du dabei? Ich habe genug Songs dabei, aber ich versuche natürlich auch jedes Mal, die da ist, ein Autogramm zu geben. Und zeitmäßig, bis jetzt haben wir es geschafft, manchmal 2,5 Stunden unterschreiben. Aber ich kann nicht alle Titel machen, aber ich garantiere, dass sie eine schöne Zeit haben. Also. Auf alle Fälle, da freuen wir uns drauf und dann sage ich herzlichen Dank, dass du da bist und da warst. Wir wünschen dir viel, viel Erfolg mit der Deluxe Edition und alles Gute. Na, dankeschön und alles Gute für deine Zuschauer auch. Und die Promi-Geflüster, alles Gute und wir sehen uns noch. Genau. Promi-Time haben wir noch einen zweiten Kanal, den gibt es auch noch. Okay. Das macht der junge Mann, aber dazu nachher mehr. Okay, beides ist gut. Alles Gute. Okay. Ciao.